Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Defi Chroniken. Ist es nicht ein schönes Bild, ein Bild für die Götter, wie unsere liebe Ork-Dame dort versucht? Ja, das hat gepasst. Wie sie gerade versucht, die Luke zu öffnen, ich finde das so wunderschön. Mit brachialer Gewalt, anstatt mal ihre grauen Gehirnzellen anzustrengen, wie ich das die ganze Zeit schon tue. So, was müssen wir jetzt tun? Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Schiffes und müssen natürlich jetzt irgendwie diese gute Frau daran hindern, uns zu bekommen. Kletter in die Kapitänskajüne. Da war ich noch gar nicht drin, ne? Nee. Gut, da gibt es also keinen Raum, den ich betreten kann. Mary, was soll denn das? Na, ist auch egal. Ich dachte, ich kann mir jetzt die Schmugglerware mal ein bisschen ansehen. Vielleicht sind da ja noch ein paar Restposten. Ein falscher Tritt. Das war's dann mit der Jugendfreigabe. Nate-Gulasch. Schon an Deck bläst eine steife Brise. Aber hier herrscht noch einmal ein deutlich stärkerer Luftzug. Nicht ganz ungefährlich, das Leben auf einem Luftschiff. Jo, das glaube ich dir. So. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Masas mich so einfach übertölpeln konnte. Ich meine mich, den Meister der billigen Tricks, ja? Ja. Kannst du es mitnehmen? Das ist gut, sie merkt es nicht mehr. Mach endlich auf, Nate! Du hast doch keine Chance! Irgendein Tank? Vielleicht ein Wasserspeicher? Oder ein Ballasttank? Ich gebe zu, dass ich kein Luftschiff-Experte bin. Noch nicht. Könnte aber auch eine Bierleitung sein. Vielleicht ist das Schiff ja auch mal von Zwergen gebaut worden. Was rede ich da gerade? Ich weiß es nicht. Ich stehe auf Bier. So, ich kann bestimmt damit irgendwas anfangen. Jetzt, ich kann hier oben... Doch, hier, warte mal. Das fällt auch gar nicht auf. Die ist sowas von in Rage, die bemerkt sowieso nichts mehr. Kletter hinauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlaue Idee wäre. Okay. Na komm. Ah. Na klar, ich kletter da hoch und die merkt nichts oder was. Klar. Und diese Szene erinnert mich total an den ersten Teil, wo wir auf dem Drachen geklettert sind. Da waren wir nämlich auch auf so einem kleinen Abteil und haben irgendwas geholt. Mit Ivo damals noch, die ich Gott sei Dank nicht vermisse, denn Ivo war eine blöde Schlampe. Ja, jetzt wisst ihr es. Ich hab's nicht geliebt. Wie ich es mir gedacht habe. Werkzeug und Materialien, mit denen man die Ballons pflegen und reparieren kann. Eine Bürste, Spachtel, eine Nadel mit reißfestem Garn, eine Rolle Klebeband. Den nehme ich mal mit. Schön, jetzt haben wir Klebeband. Jetzt können wir ja Sadomaso-Spiele mit ihr machen. Nein, danke, lass mal lieber. Eine Fahne mit einem seltsamen Wappen. Sie ist mit vier Schnüren an die Außenhülle des Hauptballons geknotet. Mitnehmen. Stecken wir uns dieses riesige, flackenähnliche Teil einfach Keine mal... Keine Chance. Die Knoten trotzen nicht nur Wind und Wetter. Hast du was zum Aufschneiden? Klebeband? Ne, sind es, glaube ich, weniger. Das kann ich nicht mitnehmen, ich muss es doch irgendwie mitnehmen. Karneval-Dings. Geht nicht. Ach, das funktioniert... Nein, das wollte ich auch nicht machen. Tröte. Bringt ja immer noch nichts. Ich kann jetzt nur wieder runterklettern. Ich habe jetzt Klebeband. Ich weiß nicht, was mir das helfen kann. Momentan weiß ich da nicht, wie mir das helfen kann. Aber vielleicht finden wir ja eine Lösung. Irgendwie nicht. Aber vielleicht... Ah! Mach endlich auf, Nate! Du hast doch keine Chance! Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Spaßtrument. Wir haben ein neues Musikinstrument erfunden. Ist das schön. Es macht Spaß und Lärm. Ich werde sofort morgen zum Patentamt gehen und ein Patent anmelden. Ich könnte Sie länger beschäftigen, wenn ich das Ding hier irgendwo verstecke. Das Ding verstecken? Das könnte funktionieren. Die Tröte dient als Trichter und presst den Flugwind ins Mundstück. Du bist so ein schlauer Fuchs. Klingt wie ein dauerhupender Deutscher, der gerade auf der Autobahn steht. Jetzt aber schnell. Was ist das denn für ein Ding? Ha! Das war knapp. Aber ich habe die Axt. Das verschafft mir zumindest etwas Zeit. Ich habe eine Idee. Wir machen das Spiel wieder nicht jugendfrei und erschlagen sie einfach mit dieser Axt. Ich finde geköpfte Orkinnen. Was ist die Mehrzahl von... Ja, Orks. Aber was ist die Mehrzahl von weiblichen Orks? Weiblichen Orks halt, ne? Ja gut, passt schon. Was sollen wir damit denn jetzt machen? Können wir hier sonst irgendwie... Können wir den Spiegel zerschlagen? Ich würde... Das wäre lustig. Warte, es hieß doch, dass ich da mit der Axt draufhauen soll. Ne. Gehen wir nochmal runter und gucken, ob wir jetzt mit der Axt irgendwie... Vielleicht können wir sie jetzt mit der Strickleiter ausnocken, was ich nicht glaube. Nein, dann gehen wir kurz hoch. Jetzt können wir uns erstmal die Flagge holen, na klar. Jetzt haben wir ja ein Werkzeug, mit dem wir arbeiten können. Damit müsste ich die Schnüre durchscheuern können.
Hau rein. Scheuer sie durch wie eine Waschmaschine. Schön gemacht. So, jetzt haben wir eine Fahne und eine Axt. Ich weiß noch nicht, was wir damit sollen, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Dann gehen wir runter. Vielleicht können wir sie ja einwickeln, wie ein gut ge... Weiß ich nicht, wie ein Würstchen oder so. Ein Würstchen passt gut. Masas würde es merken, wenn ich die Fahne an ihrer Kleidung festknote. Das würde zu lange dauern. Propeller verheddern, aber dann stürze ich ja selber ab. Das wäre auch voll uncool. Ich kann das nirgendwo mit kombinieren, auch nicht mit der Axt. Das ist jetzt aber ärgerlich. Hier habe ich sonst auch keine Möglichkeit, irgendwas anzuwählen. Ich habe hier das Seil, dann kann ich hoch. Von oben hatte ich noch keine anderen Möglichkeiten. Ich glaube, da oben ist nichts mehr für mich. Aber das Seil könnte noch nützlich sein. Das ist gut. Nimm das mal wieder mit, mein Freund. Ich mag Nate wirklich. Ich würde mit dem gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Jetzt haben wir so eine Art Fallschirme. Seil mit Fahne. Was soll ich denn damit jetzt? Oh Mann, ich bin zu jung zum Sterben. Oh nein, er tut's wirklich. Du bist verrückt. Verrückter Mongo! Bist du lebensmüde? Was ist das? Fallen lassen! Das da? Aber gerne. Sagt dir eigentlich der Begriff Bremsschirm etwas? Sasi, Sasi, du solltest dich halt nicht mit jemandem anlegen, der klüger ist als du. Komm noch ein Stück näher, dann zeige ich dir, mit wem du dich nicht anlegen solltest. Oh, ich darf den Finger lösen. Löse einen Finger, das ist ja richtig gemein, das Spiel. Ah, wir foltern sie erstmal ein wenig. Eins. Ich warne dich, Nate. Er hat schon so eine kleine sadistische Ader. Zwei. Überleg dir das. Ich werde dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Und ich werde meine Rache bekommen. Wo ist der Unterschied? Du jagst mich jetzt schon, obwohl ich einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber nächstes Mal wäre es etwas Persönliches. Wir sind mitten über den Nordlanden, Meilen entfernt von der nächsten Siedlung. Bis du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt. Wir wissen sogar, dass sie recht hat, dass sie uns bis ans Ende der Welt verfolgen wird. Oh, nur noch ein kleiner knubbeliger Finger übrig. Weißt du was, Nate? Ich werde dich jetzt verlassen. Aber wir werden uns früher wiedersehen, als du glaubst. Aber... Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon finden. Allzu weit wirst du schließlich nicht mehr kommen. Du... Was zum... Eisberg! Ja. Ja, Titanic der Lüfte. Oh, schwarzer Bildschirm. Hallo, schwarzer Bildschirm. Hey, alles klar? Hey, Homie. Unverschämtheit. Oh Gott, Pinguine. Hey, sieh! Das hier ist ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet. Petra. Petra. Wie dumm. Und wenn sie nun auf einem der Pinguine gelandet wären, was dann? Das wäre scheiße. Das wäre nicht gut. Dann wäre ich wahrscheinlich noch gestorben. Weil die haben so spitzen Schnabel, weißt du? Oh Gott. Oh Gott. Was zum... Wow. Ich befürchte, ich weiß, was das ist. Und ich befürchte, ich weiß, was ich für ihn bin. Hey, ein Yeti! Oh, ist ja knubbelig, oder? Oh, ist der süß. Ich hab mich verliebt. Oh, warum sind wir jetzt bei einem Yeti zu Hause? Ja gut, man sollte sich solche Fragen nicht stellen. Wir betrachten ihn mal. Darum hasse ich es, in einer Fantasy-Welt zu leben. Hier gibt es absolut alles. Ein 2 Meter großes, haariges Monster, das im ewigen Eis lebt und Menschen frisst? Klar, warum nicht? Ja, klingt doch auch schön. Selbst wenn ich meine Füße aus dem Eis bekäme und vor dem Monster fliehen könnte, wäre ich noch nicht in Sicherheit. Da draußen wartet eine Eiswüste auf mich. Und Masas. Ich kann nur hoffen, dass die Mary die Kollision mit dem fliegenden Eisberg gut überstanden hat. Sie ist meine einzige Rettungsmöglichkeit. Okay, ich hoffe, wenn du mich kochen möchtest, dass du da auch besonders exquisite Gewürze benutzt, ne? Ich habe da einen sehr feinen Geschmack. Und ich würde mich übrigens zu Weinweinsoße empfehlen. Weißweinsoße natürlich. Oder Rotweinsoße. Je nachdem. Ja, von mir aus auch rum, weißt du, Hauptsache es knallt.
Sobald ich meine Füße auf Okay, das hatten wir schon. Was ist das denn da? Betrachte den Zylinder. Also ich erkenne da gar keinen Zylinder. Aber was ich da erkenne, seht ihr das hier? Das sieht aus wie das Heft von einem Laserschwert. Star Wars lässt grüßen. Ein Metallzylinder. Vielleicht ein Griff? Noch ein Stück. Genau, noch ein Stück. Du bist nicht Monkey D. Luffy und kannst deinen Arm ausstrecken, noch bist du Lanky Kong oder Lanky Kong. Seltsam. In einer Yeti-Höhle würde man so moderne Technik eigentlich nicht erwarten. Vielleicht hat der Yeti den Vorbesitzer der Höhle. Nun ja. Aber wie er da so in der Küche werkelt, sieht er so ein bisschen aus wie eine Hausfrau, ne? Oder ein Hausmann, je nachdem. Oder ein Haus-Yeti, wenn wir politisch korrekt sein wollen. Die Lampe ist mit Öl gefüllt. Wenn sie runterfallen würde, würde sich das Öl vielleicht entzünden und zumindest für Verwirrung sorgen. Ja los, puste mal ganz stark. Die Lampe ist mit Öl. Ja, halt nicht. Ja, irgendwie ist das nicht so spannend. Kann ich nicht mit dem reden? Sobald ich mein... Ich kann nicht mit dem reden? Da muss ich mir wohl noch den... ich habe auch kein Inventar mehr. Ich würde gern glauben, dass der freundliche Yeti eine warme Suppe für mich kocht. Die Realität sieht aber vermutlich ganz anders aus. Ja. Ich würde gern glauben... Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mir alles angeschaut. Ich komme nicht an das Heft also heran. Also gut. Mit Konzentration. Ah, jetzt kommt das, was ich erwarte. Verdammte K***. Diese Drecksch*** funktioniert einfach nicht. Okay, wir mussten ein Trigger-Event aktivieren. Oh, ist der süß. Oh. Oh Mann, ist das schön. Wie so ein Spanferkel, weißt du? Der kriegt auch immer einen Apfel im Maul. Spanferkel, lecker. Oh, wir haben einen Apfel, das könnten wir uns zunutze machen. Wir könnten mit diesem Apfel diesen Yeti K.O. schlagen. Eher nicht. Ein Apfel ist wohl kaum das richtige Wurfgeschoss, um es mit einem Yeti aufzunehmen. Ah, wir bewerfen ihn mit Kalorienbomben. Ich meinte Vitaminbomben. Genau zielen und... Dann geht er mal in Flammen auf. Schmeckt übrigens ein Apfel mit Pfeffer? Das Monster ist K.O. Nichts wie weg hier. Ich meine, er hat das ja eben gewürzt mit Pfeffer. Ein Apfel. Hallo? Was würde wohl Ralf... Monster? Was für ein Monster? Was zum... Aber was machen Sie denn da, junger Mann? Ist das ein Gnom? Ah, ein Gnom? Das ist kein Gnom, oder? Könnte auch ein Mensch sein. Ein sehr kleiner Mensch. Oder ein Zwerg. Oder aber ein sehr wunderlicher alter Mann. Oder eine Mischung aus allen. Wer sind Sie? Cornelius Montgomery Happerplap. Mein Name. Happerplap? Na, hören Sie mal. Ich bin Zoologe, Bergsteiger und anerkannter Experte auf dem Gebiet der Polarforschung. Und nebenbei verkleiden Sie sich gerne? Das gehört zu meiner Mission. Ich bin einer großen Sache auf der Spur. Einem Geheimnis, einer Sensation. Ich bin auf der Suche nach... Big Whoop! Dem Yeti! Oh, wow! Erstmal muss ich noch mal ganz kurz sagen, ich finde das sehr beeindruckend, welch hochkarätige Synchronsprecher sie für dieses Spiel verpflichtet haben. Das ist jetzt übrigens der Sprecher aus Zurück in die Zukunft, der Opa da. Der hat den gesprochen und das ist halt, das ist großartig, ich finde das wirklich toll. Soll ich sie jetzt noch ernst nehmen, alter seniler Mann? Sind sie dem Yeti schon mal begegnet? Persönlich noch nicht. Aber ich habe Fußspuren und Haare entdeckt. Ich glaube, er war sogar schon einmal hier in meiner Forschungsstation. Ui, unheimlich. Er ist clever. Es ist, als würde er jeden meiner Schritte kennen und sich so der Beobachtung entziehen. Ja, nee, ist klar. Ich würde sagen, der Part ist an dieser Stelle zu Ende. Ich lasse euch mit diesem absurden Kerl alleine und werde mich jetzt in den Feierabend verabschieden. Ich werde jetzt Leberwurstbrot essen und mich dann ein bisschen entspannen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Auf Wiedersehen, euer Arkus. Bye, bye.